Ronny, was muss ich beachten, wenn ich mein Tier mitnehme? Wichtig ist, dass wir unsere lieben Haustiere genauso wie uns selber am Fahrzeug schützen vor eventuellen Ausweichmanövern oder Bremsmanövern, die wir nicht vorhersehen können. Und wie das funktionieren kann, zeigen wir euch jetzt. Schön ist, wenn die Haustiere im Fahrzeug natürlich mit einem Brustgurt gesichert sind. Und dann kommt hier unser Gurt mit dem Ende für den Anschnallgurt. In dem Falle sollte es nicht zu lang sein, damit der Hund in einem Ausweichmanöver oder Bremsmanöver nicht durchs Fahrzeug fliegen kann. Die zweite Möglichkeit ist, den Hund im Kofferraum zu transportieren, aber nicht so, wie ihr es hier seht, sondern wie muss man es machen, Ronny? Also, entweder mit Gurt sichern oder entsprechende Hundebox. Dabei bitte aufpassen, dass die Hundebox so groß ist, wie es für den Hund sein sollte. Und was auch noch zu beachten ist, wichtig, selbst wenn die Polizei euch anhält und der Hund ist nicht richtig gesichert, gibt es natürlich auch ein Bußgeld. Wenn es zu einer Gefahrensituation kommt, ist sogar noch ein Punkt mit hinten dran. Also auch das ist dabei mit zu beachten. Ansonsten behandelt euren Liebling genauso, wie ihr es mit euch selbst machen würdet. Und damit sind wir alle sicher unterwegs.